Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den FC Augsburg. Ich begrüße unseren Geschäftsführer Horst Held und unseren Trainer Markus Gisdol und bitte euch, bitte Sie um eure Fragen zum Spiel. Wer möchte loslegen? Gerne das virtuelle Handzeichen verwenden oder den Chat oder wie Marc sich persönlich melden. Du kannst gerne loslegen für den Geistblog Marc Merten. Hallo zusammen, Herr Held. Die erste Frage vielleicht an Sie, bevor wir gleich auf das Spiel zu sprechen kommen. Sie haben Lukas Berg in dieser Woche in eine neue Position gehoben. Können Sie noch einmal die Gründe schildern, wie es dazu gekommen ist und vor allem auch erklären, was hinter diesem Titel Leiter Administration Lizenzspielerabteilung steckt, weil es den Titel ja bisher noch nicht gegeben hat beim FC? Ja, das kann ich gerne machen. Ich persönlich halte es für wichtig, wenn man gezwungenermaßen sich neu personell aufstellen muss. Und Frank hat die Entscheidung getroffen, den 1. FC Köln verlassen zu wollen. Dass ich das natürlich sehr bedauere, habe ich schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, weil Frank in den vergangenen Wochen und Monaten, seitdem ich da bin, auf jeden Fall sagen kann, dass das ein verlässlicher Partner an meiner Seite gewesen ist, auf den der mich intensiv und wirklich richtig gut unterstützt hat. Trotz alledem hat er jetzt ein neues Aufgabengebiet und deswegen mussten wir uns neu ausrichten. Ich bin schon ein Freund davon, dann auch immer erst nach innen zu schauen und zu gucken, halt, wer könnte diese Position kurzfristig, mittelfristig, aber auch vor allen Dingen perspektivisch ausfüllen. Und ich habe Lukas Berg kennengelernt hier beim FC in verschiedenen Projekten. Er hat die Digitalisierung, Sport, was natürlich für uns langfristig ein interessantes Thema ist, wie man sich digital aufstellt im Fußball, federführend untersucht, begleitet und eine Analyse gemacht, aber dann halt auch präsentiert, wo wir uns zukünftig intelligenterweise aufstellen sollten oder wie wir uns da aufstellen sollten. Dazu hat er da unter anderem am Hygienekonzept für uns gearbeitet, das auch federführend dann auch vorgestellt im Gesundheitsamt. Und ich habe ihn da immer sehr fokussierend, sehr klar erlebt, mit einem extremen Fachwissen, sehr strukturiert. Und natürlich solch deine Tätigkeit bei Bonner SC, wo er Trainer bzw. Chefscout gewesen ist, halt natürlich auch erkennbar gemacht, dass er auch Ahnung hat vom Fußball, dass er das leidenschaftlich begleitet. Und natürlich ist er auf der einen Seite noch sehr, sehr jung, auf der anderen Seite halte ich ihn, wie gesagt, für einen sehr entwicklungsfähigen Menschen, der in der Lage ist, diese Lücke, die Frank hinterlässt, dann auch perspektivisch aufzufüllen. Und die Bezeichnung ist am Ende vom Tag so, die Idee ist natürlich, dass wir uns ergänzen. Ja. Also er muss nicht auf dem Trainingsplatz stehen und sagen, das war aber ein gutes Training von dem Spiel XY oder der hat gut gespielt oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass ich da auch genügend Kompetenz habe, vor allen Dingen im Trainerteam ausreichend genügend Kompetenz haben, die das teilweise dann auch besser bewerten können und auch dafür verantwortlich sind. Aber ich brauche jemanden an meiner Seite, der mich unterstützt, der mich besser macht und der vor allen Dingen auch Sachen erledigt, die in unserer und meiner Verantwortung liegen, die notwendig sind, damit dieser Apparat, Lizenzspielabteilung oder insgesamt Fußball beim 1. FC Köln auch funktioniert. Das ist sehr, sehr umfassend und da braucht man jemanden, der von vielen Ahnung hat und vor allen Dingen aber auch gut, wie gesagt, strukturiert und organisiert ist. Und deswegen haben wir uns für Lukas oder habe ich mich für Lukas entschieden. Freue mich sehr. Wir haben jetzt auch schon unsere ersten Gespräche geführt und begleitet uns und mich und Frank auch jetzt von Beginn an jetzt die ganze Zeit. Und ich denke, dass das auch gewinnbringend vor allen Dingen für den 1. FC Köln sein wird. Und Administration ist, wie gesagt, der Begriff, weil es natürlich auch viele Sachen sind, die ja, administrativ erledigt werden müssen, ob es Verträge sind, eine Vielzahl von Themen, die er da begleiten muss und dann auch zu verantworten hat und deswegen ist es dieser Titel. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, dass es den bisher beim FC noch nicht gegeben hat, war mir jetzt nicht bewusst, ist aber auch gar nicht wichtig. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich in der Rolle wohlfühlt und das merke ich bei Lukas, dass er sich in dieser Position auch mit dem Namen, wie wir ihn dann auch tituliert haben, sehr, sehr gut klarkommt.
Dankeschön. Es gibt zwei Nachfragen zu dem Thema. Gerne nochmal Marc und im Anschluss Lars Werner. Und dann kommen wir zu deiner Frage, Guido. Ja, vielen Dank. Herr Gisdol, dann die Frage in dem Fall auch an Sie, weil Lukas Berg ja auch den Bereich Lizenzspieleabteilung jetzt künftig betreut. Was erwarten Sie von ihm? Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit vor und wo kann er Ihnen vielleicht auch dem Trainerteam unter die Arme greifen? Ja, das ist für mich zunächst einmal so, dass es da keine Veränderungen geplant sind in der Zusammenarbeit zwischen Geschäftsstelle bzw. Geschäftsführern und Trainerstab. Ich habe das ganz gut, glaube ich, mal beschrieben. Für mich ist es so, dass für mich die Co-Trainer sehr, sehr wichtige Ansprechpartner sind und meine ersten Ansprechpartner in vielen Dingen. Und für Horst ist der Lukas Berg sein Co-Trainer. Ja, und wir haben im direkten Sinne im aktuellen Tagesgeschäft nicht viel miteinander zu tun, ja, sondern das ist, läuft dann, wenn es mal Neuerungen, Änderungen gibt. Ich sage mal gerade, das ganze Thema Corona hat natürlich viele Überschneidungen, hat zu vielen Überschneidungen geführt, wo man sich updaten musste. Ne? Aber ansonsten ist der Lukas in erster Linie der direkte Partner von Horst Held. Und wir werden die Zusammenarbeit versuchen, genauso zu pflegen, wie wir es jetzt mit dem Frankie Ehlig auch hatten. Wenn es was gibt, zu regeln, zu besprechen, zu machen, dann machen wir das. Aber wir haben ja auch noch einen Teammanager, das man nicht vergessen darf, der eigentlich dann so das direkte Bindeglied zu den jeweiligen Schnittstellen in die anderen Bereiche ist. Lars, du darfst gerne noch deine Frage dazu stellen. Mios, guten Tag. Nochmal eine Frage an Horst Held. Lukas Berg, der jetzt, glaube ich, auch in dem Chat so ein bisschen mithört, glaube ich, jetzt, glaube ich, auch Teilnehmer der ganzen Sache jetzt hier, eilt ja ein guter Ruf voraus, aber die Erfahrung und das Netzwerk, sage ich mal, von Frank Ehlich kann er natürlich noch nicht haben. Macht das einen Unterschied in der Aufgabenverteilung? Natürlich kann er das nicht haben. Frank begleitet den Fußball seit 30 Jahren und sein Handy ist in der Tat Gold wert. In vielerlei Hinsicht und seine Kontakte in dem Handy sind vor allen Dingen Gold wert. Das muss man auch pflegen und das ist auch eine intensive Arbeit, die der Frank da jahrelang auch getätigt hat. Das kann Lukas noch nicht haben, muss aber auch nicht haben im ersten Schritt, sondern er wird genau in diese Situation hineinwachsen. Er wird jetzt, wie gesagt, in der Zeit noch, wo Frank noch da ist, viel aufsaugen. Wir werden die Abläufe gemeinsam besprechen oder haben sie schon teilweise besprochen und ich mache mir dabei allerdings keine Sorgen, dass das nach dem Abgang von Frank, den wir noch genauer definieren müssen oder wollen, auch dementsprechend dann auch funktionieren wird. Und natürlich ist es so, dass jeder hat mal angefangen in irgendeiner Funktion und ich bin mir aber sicher, dass Lukas da hineinwachsen wird und vielleicht auch dann nach einer gewissen Zeit auch es anfängt, dann auch mit Kontakten zu füllen. Frank ist da sehr, sehr kooperativ und unterstützt Lukas jetzt auch in der ersten Phase noch und von daher, wie gesagt, das kann noch nicht so sein, wenn man 30 Jahre arbeitet, als wie wenn man gerade in der Position hineinwächst, aber das ist auch kein Problem, weil wir sowieso innerhalb des Vereins, das ist nochmal wichtig, vielleicht wir sind ja auch doppelt und dreifach mehr oder weniger abgesichert, es gibt ja viele Menschen, die hier arbeiten und auch in ihren Bereichen für die Lizenzspielabteilung tätig sind. Thomas Bolte ist dazu erwähnt, Markus hat gerade unseren Teambetreuer Dennis Lapaczynski erwähnt, der halt auch viele Aufgaben jetzt schon hat und auch zukünftig haben wird. Also das ist auf breiten Schultern verteilt und Lukas hat auch genügend Zeit, auch in diese Positionierung hineinzuwachsen. Dankeschön. Guido Ostrowski für Radio Köln, bitte. Ja, hallo zusammen. Von einer wirklichen Winterpause kann man ja nicht sprechen. Immerhin waren aber 3 Weihnachtstage so gesehen frei. Können Sie uns einen kurzen Einblick geben, also Frage an beide, wie Sie die Tage verbracht haben und ob diese 3 Tage ausreichen, um ein bisschen Energie zu tanken für das, was jetzt kommt? Herr Gisdol, Sie haben es, glaube ich, nach Osnabrück so formuliert, das sind jetzt erst die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen. 21 Spiele in 4,5 Monaten. Ja, ich möchte sagen, dass es natürlich keine Pause war in dem Sinne. Es war eine Unterbrechung, die jeder nutzen konnte, um 2-3 Tage im Kreis von seiner Familie zu verbringen, wenn es irgendwie möglich war.
dass du dort versuchst, natürlich in den 3 Tagen mal nicht an Fußball zu denken, das ist selbstverständlich. Das geht aber dann auch wie im Fluge vorbei. Also deswegen, es fühlt sich so an, als wenn, wo wir gestern gestartet sind, als wenn wir durchgespielt hätten oder durchtrainiert hätten. Ein bisschen Luft hast du geholt, aber das ist nichts anderes, wie als wenn du eigentlich ein Samstagsspiel hast und dann vielleicht mal Dienstag oder Mittwoch mit dem Training wieder starten würdest. So ungefähr hat es sich angefühlt. Deswegen, das Positive an der ganzen Sache ist natürlich, dass wir keine Grundlagenarbeit in vielen Bedingungen jetzt betreiben müssen, sondern die Spieler ja auch noch einen Trainingsplan mit hatten, wo sie kleine Aufgaben hatten und wir aber gestern eigentlich schon wieder mit einem vollen Training starten konnten. Ja, wir haben keine Rücksicht nehmen müssen auf die Unterbrechung und heute auch nochmal intensiv trainiert haben, sodass du jetzt eigentlich sofort wieder im Rhythmus drinnen bist und loslegen kannst im Hinblick aufs nächste Spiel und da nicht viel Rücksicht nehmen musst. Das ist das Positive. Das andere, die Herausforderung, von der Sie sprachen, was die nächsten Wochen auf uns zukommt, da möchte ich mal sagen, ist, glaube ich, für uns auch so ein ganz guter Gradmesser gewesen, die 10 Tage vor dem letzten Pokalspiel, als wir 4 Spiele in 10 Tagen hatten. Ich glaube, es ist uns in der Zeit gut gelungen, den Kader so zu mixen bzw. so zu rotieren, dass wir immer genug Qualität und die beste Qualität auf dem Platz haben, Spieler aber auch mal zu Hause lassen konnten oder mal früher auswechseln konnten oder mal in der Startformation auch was gewechselt haben und wir aber immer eine richtig stabile Mannschaft auf dem Platz hatten. Ja, das war für uns so ein bisschen ein Gradmesser für die nächsten Wochen, die auch auf uns zukommen, wo auch viele Spiele auf uns warten, dass du dann auch natürlich alle zusammen noch mehr Vertrauen in den gesamten Kader entwickeln kannst dadurch. Und das hat uns dann gut getan, dass wir bis zum letzten Spiel dann stabil durchgespielt haben. Und daraus können wir sicherlich schon ein bisschen Erfahrungswerte mitnehmen, in welchem Bereich wir uns dann wie bewegen können. Und das war für mich einfach nochmal sehr wertvoll, kurz vor Weihnachten. Dankeschön. Weitere Fragen? Marc, du darfst gerne weitermachen. Herr Held, dann gerne wieder zu Ihnen. Für Sie beginnt ja jetzt so eine Phase, in der Sie mit sehr wenigen Mitteln gucken müssen, ob man vielleicht doch noch mal etwas verändert. Sie haben gesagt, dass wahrscheinlich eher keine Transfers stattfinden werden, wenn keine Spiele abgehen. Wie ist da der Stand der Dinge bei den Abgaben? Und müsste der FC nicht eigentlich trotzdem im Zweifel nochmal ein Risiko nehmen, weil der Abstieg ja am Ende teurer wäre als, ich sage jetzt mal, ein halbes Jahr Gehalt eines Leihspielers? Das ist natürlich immer die Abwägung und Verantwortung, das tatsächlich nebeneinander zu legen und das Risiko am Ende dann auch zu bewerten. Das Erste ist erstmal so, dass wir natürlich an dem Konstrukt festhalten. Das ist aber Stand, was haben wir heute, 30. Dezember. Und Sie wissen und kennen mich, dass ich in der Transferperiode, dass da nie was in Stein gemeißelt ist und von daher auch tatsächlich auch sage, die beginnt erst und endet dann Ende Januar. Von daher wird in dieser Phase, können sich Meinungen, die am 30. Dezember sein, am 5., 6., 7. oder 10. Januar schon wie eine andere sein. Ich habe auch kein Problem, wenn wir uns da dann auch gegenseitig immer updaten, aber Stand heute ist es so, dass sich da jetzt erstmal grundsätzlich erstmal nichts verändert, weil wir aber auch vor allen Dingen auch den Glauben an unseren Kader haben, an unsere Qualität innerhalb des Kaders. Wir bleiben erstmal bei der Devise, dass wir versuchen, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, weil ich denke, das ist auch nicht richtig, eher nochmal die Quantität zu reduzieren. Und dann werden wir schauen, wie wir agieren im Januar, wie wir vielleicht tatsächlich dann noch agieren könnten oder müssten. Das werden wir alles sehen. Wir wären dazu in der Lage. Ja, aber es ist auch klar, dass das keine großen Sprünge sein können. Aber das Schöne ist, dass man dazu in der Lage wäre. Und deswegen lassen wir uns da alle Optionen offen. Ja, aber diese Abwägung, die findet tatsächlich immer statt. Und die haben wir natürlich dann auch zu verantworten. Aber es ist auch gut, wenn man die Zeit hat, da intensiv drüber nachzudenken. Wir wären dazu in der Lage, wir wären auch
dementsprechend vorbereitet. Trotzdem bleiben wir jetzt erstmal so, wie wir es auch nach außen kommuniziert haben. Dankeschön, Lars Werner, noch einmal für den Stadtanzeiger. Eine Frage an Markus Gisdol. Sicherlich keine ganz, ganz neue, aber ich musste trotzdem noch mal stellen. Der letzte Heimsieg resultiert natürlich aus einer Zeit, da wurde noch vor Fans gespielt, 50.000 damals noch Ende Februar gegen Schalke im Stadion. Warum tut sich der FC Ihrer Meinung nach in den letzten Wochen oder Monaten halt auswärts etwas leichter als zu Hause? Zumindest die Ergebnisse lassen das ja zu. Und was würde vielleicht auch einen Heimsieg bewirken in puncto Knoten lösen? Sie können mir glauben, da mache ich mich nicht verrückt. Ja, wie bei den ganzen anderen Themen und Statistiken sind ja immer da, damit man sie mal irgendwann mal wieder neu schreiben kann. Es hat uns so ein bisschen begleitet, dieses Thema Statistiken. Die Corona-Zeit hat da ihren Teil dazu beigetragen, wir aber auch natürlich mit den Ergebnissen. Da wurdest du jede Woche mit einer anderen Statistik da und da konfrontiert. Und das, ja, da mache ich mir jetzt keinen großen Kopf drüber, sondern ich habe schon gesehen, wie oft wir jetzt auch dran waren. Und wissen Sie, wir haben ja schon zwei Heimspiele auch gewonnen jetzt. Ja? Pokalspiele sind ja auch Heimspiele gewesen. Deswegen, klar, können das jetzt wieder auf Punktspiele reduzieren, aber warum sollen wir uns jetzt da so einen großen Kopf machen? Wir werden dieses Jahr im Jahr 2020 nicht mehr die Chance haben, noch ein Heimspiel zu gewinnen. Aber in 2021 wird man Heimspiel wieder gewinnen und werden wieder auch unsere Heimstärke dann wieder zutage fördern. Da bin ich ganz sicher. Wir haben so vieles jetzt auf den Weg gebracht, auf den richtigen Weg gebracht. Und wir dürfen uns da nicht so groß dran orientieren, war das jetzt auswärts oder zu Hause. Das macht aktuell in der jetzigen Phase fast keinen Unterschied, wo du spielst. Das hat nur was mit der Anreise zu tun, aber du bist immer den Abend davor auch im Hotel, viele Abläufe gleich. Ich sehe da keine direkte Zusammenhänge, ob das zu Hause oder auswärts jetzt war. Wenn wir zu Hause mal ein stabiles Spiel abliefern und dann werden wir unsere Punkte da auch einfahren. Natürlich hast du auch im Spielplan das ein oder andere da gehabt, wo du sagst, okay, da hast du vielleicht auch ein bisschen einen stärkeren Gegner gehabt, aber die Dauer, die stört mich selber. Ich hätte gerne mehr Heimspiele gewonnen, ist keine Frage. Aber ich bin auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir unsere Heimspiele in den nächsten Wochen erfolgreich gestalten werden. Dankeschön. Guido Ostrowski noch einmal. Herr Gisdol, auf wen können Sie denn setzen für Samstag? Wie sieht es insbesondere bei Rafael Schichos aus? Und vielleicht gleich hinten dran die Frage, was kommt da auf Ihre Mannschaft zu? Was zeichnet Augsburg aus? Ja, zunächst einmal von den Ausfällen her ist es eigentlich sicher, dass Kainzi und Sebastian Andersen nicht zur Verfügung stehen. Bei allen anderen Spielern ist es offen bzw. möglich, dass sie spielen könnten. Auch Rafael Zichos ist wieder voll im Mannschaftstraining. Er hätte schon, wenn es absolut notwendig gewesen wäre, im letzten Pokalspiel schon ein paar Minuten auch bekommen können. Da haben wir noch drauf verzichtet, um ihm dann die paar Tage zu geben. Er hat gestern voll trainiert, hat heute voll trainiert, sodass er auch eine absolute Option ist wieder für das nächste Spiel. Was uns mit Augsburg erwartet, Augsburg hat seinen Stil, ja, und ist unglaublich dynamische Mannschaft, die jedem Spiel in der Lage ist, 118, 120 Kilometer auch abzureißen, mit viel Tempo, mit viel Spiel in die Spitze, mit aggressivem Anlaufen. Das gilt es zu bespielen, es gilt es darum, den Gegner eine gute Formation zu finden, wie wir den Gegner auch anlaufen können, wie wir Druck drauf kriegen, wie wir unser Spiel nach vorne auch hinbekommen können. Und ich sage mal, was mir sehr gut gefallen hat aus dem Spiel im Pokal in der ersten Halbzeit, ja, wie kontrolliert, wie gut wir dann und stabil auch nach vorne gespielt haben, wo der Ballbesitz deutlich mehr bei uns war, aber wir trotzdem stabil in der Defensive standen. Und warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil die Stabilität in unserer Defensive, die Arbeit gegen den Ball, die darf kein bisschen vom Engagement her, vom Einsatzwillen her abweichen zu dem, wenn du gegen Dortmund, Leipzig oder sonst wen spielst. Ja, das ist absolute Bedingung für mich, für die Bundesliga, um dort standhalten zu können. Und dann wirst du dich befreien, dann wirst du
guten Fußball spielen können und dann wirst du stabil spielen. Und das ist das Allerwichtigste für uns, dass wir das hinbekommen und uns nicht jetzt in die Irre führen lassen und dass man dann sagt, okay, jetzt habt ihr ja Spiele gegen Mannschaften, die irgendwo auf Augenhöhe sind und dann denkst du, okay, naja, das könntest du vielleicht ein bisschen lockerer die Sachen angehen und so. Nein, nein, ja, sondern es wird mindestens genauso schwierig, wenn nicht sogar noch schwieriger, gegen diese Mannschaft dein Spiel durchzubekommen, ja, weil du da 100% deinen Fokus auch brauchst und deine Einsatzbereitschaft und deine Laufbereitschaft und dein Wille und dein Kampfvermögen und dein Zweikampfverhalten, das ist die Basis für unser Spiel und das hat uns so gut getan in den letzten Wochen und das wollen wir auch so beibehalten, egal gegen wen wir spielen. Dankeschön, Carsten Lappe für die dpa und im Anschluss nochmal Marc Merten. Ja, hallo in die Runde. Ich habe noch eine Frage an Horst Held. Der Impfstoff ist jetzt verfügbar. Mich würde mal interessieren, wie Sie als Verein zukünftig damit umgehen wollen. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie das ist, wenn Sie Mitarbeiter, Spieler eventuell irgendwann mal impfen lassen könnten? Ist das grundsätzlich bei Ihnen im Verein eine Freiwilligkeit oder haben Sie auch mal drüber nachgedacht, gerade bei Spielern, bei gewissen Risikogruppen möglicherweise im Verein, denen auch nahezulegen, dass sie sich impfen lassen? Und mich würde auch interessieren, wie Sie allgemein in der Bundesliga also auf die Bundesliga bezogen zum Thema Impfen stehen. Also erstmal glaube ich, ist es erstmal wichtig, dass das ist ja beschlossenermaßen, wie jetzt geimpft wird, weil wir ja alle wissen, dass wir zu wenig Impfdosen oder Impfungen haben, wie wir eigentlich Bedarf haben. Und da werden wir uns genauso artig hinten anstellen, wie jeder das in der Bevölkerung macht. Und zum gegebenen Zeitpunkt, wenn wir dann in der Lage sind, ranzukommen, werden wir das dann sicherlich halt auch in Absprache mit unserem Arzt, der dafür verantwortlich ist und dann auch eine Empfehlung abgeben wird, das dann sicherlich tun. Trotz alledem denke ich, wir leben in Deutschland hier hat jeder das Recht, das zu gestalten, wie er es für richtig hält. Und ich werde keinen dazu zwingen, das zu machen, wenn er aus welchen Gründen auch immer sich dagegen entscheidet. Ja, also ich weiß nicht, wo wir leben sollten, wenn ich eben Menschen irgendwas auferzwinge. Ich glaube aber schon, dass es vernünftig ist und sinnvoll ist. Ich persönlich werde mich impfen lassen, wenn ich die Chance bekomme im nächsten Jahr. Und ich denke, dass da viele das auch genauso sehen und das auch machen werden. Aber dann, wenn die Verfügbarkeit da ist und wenn wir drankommen, so werden wir es sicherlich handeln, wie jeder andere es, denke ich, auch handeln wird. Also ich sehe da jetzt keinen Unterschied zu anderen Menschen, nur weil wir jetzt in der Bundesliga spielen. Und im Anschluss Christopher Limperopoulos für Sky Sport News HD. Herr Gisdol, noch eine kurze Nachfrage zu den Personalien. Iso Jakobs war gestern nicht dabei. Ist er gesund und wieder gesund und kann spielen? Er hat einen grippalen Infekt. Er ist heute auch nicht im Training dabei gewesen. Müssen wir morgen sehen. Ja, morgen ist so ein wichtiger Tag für dieses für Iso dann. Ob es Sinn macht oder nicht, aber ausgesprochen und klar, es ist kein Corona, sondern ein grippaler Infekt. Und da müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen. Ich kann es noch nicht beantworten. Dankeschön. Limbo, bitte. Limbo, bist du da? So, jetzt hoffe ich, hört er mich. Sorry, jetzt, ich habe hier die falschen Knöpfe gedrückt. Ja, das ist eine Frage für Markus Gisdol. Herr Gisdol, Sie haben sehr auf die Jugend gesetzt beim ersten FC Köln und das auch immer mit Erfolg. Das war schon in der letzten Saison so, jetzt auch beim Spiel gegen Dortmund, was ich so ein bisschen so als den Turnaround sehe. Können Sie das nochmal schildern, warum Sie das machen und warum die Jugend und die jungen Spieler auch so eine große Rolle bei Ihnen spielen?
Ich glaube, das wird immer ein bisschen hochgekocht, wenn wir dann mit einer jungen Mannschaft spielen und dann ein Spiel gewinnen. Wir haben oft schon mit jungen Mannschaften gespielt und vielleicht auch mal was ein Unentschieden oder auch ein Spiel verloren. Dann wird das nicht so groß in den Vordergrund gestellt. Ich mache das gar nicht bewusst, sondern es ist so, dass wir einen jungen Kader haben und unsere Burschen sich aufdrängen. Und dann versuchen wir, den besten Mix zu finden. Ich schaue da nicht aufs Alter und was jetzt da besonders toll wäre in irgendeiner Form, sondern das ergibt sich. Oftmals ist es so, dass ein Spieler startet. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn sie neu sind oder wenn sie auch entweder Neuzugänge oder auch jüngere Spieler, die dann mal ein halbes Jahr brauchen, bis sie dann vorwärts kommen. Deswegen gibt es manchmal solche Entwicklungen im Laufe einer Saison auch, sowohl mit Neuzugängen als auch mit jungen Spielern. Und ich würde, wie gesagt, das gar nicht so groß in den Vordergrund stellen, sondern die Mischung macht's. Und wir haben, wie Sie wissen, hier ein tolles Nachwuchsleistungszentrum und das zahlt sich so Stück für Stück aus in den letzten Monaten und Jahren vielleicht dann auch und soll sich auch in Zukunft auszahlen, dass wir da ohne Aktionismus diese Sache verfolgen und immer versuchen, die Besten aufzustellen und die Spieler, die am besten zusammenpassen. Deswegen ja, würde es nicht so groß in den Vordergrund stellen. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Marc, gerne. Ja, eine Frage an beide. Weil wir jetzt den Jahreswechsel haben, man spricht dann immer gerne über Wünsche, über einen Rückblick, über einen Ausblick, über Ziele. Wie würden Sie rückblicken 2020 aus Ihrer oder aus der FC-Sicht bewerten und was wünschen Sie sich und welche Ziele nehmen Sie sich vor für das nächste Jahr? Ich kann sagen, aus Trainersicht ganz frei raus, für mich war das anstrengendste und anspruchsvollste Jahr als Trainer, seitdem ich Trainer bin, ja, weil so viele Dinge neu waren und sich verändert haben im Laufe der Zeit mit so einer rasanten Geschwindigkeit, dass ich froh bin, dass 2020 dann vorbei ist und wir nicht mehr hoffentlich uns auf so viele neue Gegebenheiten und damit meine ich ja natürlich nicht, sagen wir mal, der Fußball an sich, sondern das, was so drumherum alles passiert ist, hat uns alle unglaublich Kraft und Energie gekostet und macht es nach wie vor, weil die ganzen Wochen zwischen den Spielen auch nicht immer lustig sind, sondern du immer bei jedem Test, den du dann auch hast, irgendwie trotzdem überlegst, oh, hoffentlich geht wieder alles gut mit allen Jungs. Und natürlich dann immer wieder auch kritische Situationen irgendwo entstehen. Deswegen ist vieles dazugekommen. Deswegen bin ich wirklich froh und hoffe für alle Menschen und vor allen Dingen für uns natürlich auch hier beim 1. FC Köln, dass vieles zur Ruhe kommt und sich normalisiert. Weil ich habe das auch in den Gesichtern von allen Mitarbeitern hier gesehen und auch von den Ängsten, also Trainerstab und Staff und auch den Spielern, dass es dieses Jahr mit dann auch wenig Spielen eigentlich aus der Saison 2020-21, dass es schon unglaublich viel Energie gebraucht hat. Und das ist das, was, glaube ich, jeder wahrscheinlich sagen würde heute in der Fußball-Bundesliga. Und das ist ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was wünschen wir uns fürs nächste Jahr? Diese Herausforderung, die zu meistern, ja, die gilt es für uns alle gut anzugehen. Wir alle zusammen, da meine ich euch auch, es gut zu handeln, auch die entsprechende Nachsicht walten zu lassen bei den ein oder anderen Personalie, weil es besonders ist. Es ist besonders und es bleibt besonders und es wird bis Ende Mai, bis diese Saison dann zu Ende ist, auch besonders bleiben. Deswegen, ja, wäre schön, wenn wir da alle ein bisschen zusammenrücken. Naja, da kann ich jetzt eigentlich gar nicht viel hinzufügen, außer dass es tatsächlich auch im Fußball ein sehr intensives Jahr gewesen ist mit dem Achterbahngefühl permanenter Loopings und rasanten Bewegungen in jeglicher Hinsicht. Eine große Herausforderung, wie sie sicherlich auch im Fußball so noch nie da gewesen ist. Ich bin froh,
Und habe natürlich die Hoffnung, wie jeder andere auch, dass das 21 sich irgendwann mal normalisiert. Deswegen wünsche ich mir natürlich tatsächlich ausreichend Impfstoff für alle und damit verbunden dann natürlich auch wieder Zuschauer im Stadion. Das ist das, was ich mir natürlich wünschen würde, dass unsere Fans endlich wieder in unser Stadion kommen, wo sie hingehören. Das wäre schön. Dankeschön, Martin Zenge für den Express. Herr Gisto, Jonas Hector hatte zuletzt 3 Kurzeinsätze. Wie sicher fühlt er sich denn mittlerweile und wie nah ist er an der Startelf? Auch die Frage möchte ich zum heutigen Zeitpunkt offen lassen. Jede Minute, die Jonas gespielt hat, hat ihm gut getan. Das hat man deutlich gespürt. Gestern voll trainiert, heute voll trainiert. Er kommt Stück für Stück in die körperliche Verfassung, die er sich wünscht, die wir uns wünschen. Und dann müssen wir schauen, wann mehr Spielzeit Sinn macht. Aber ich muss auch sagen, die Jungs, die auf dem Platz gestanden haben und bevor Jonas dann eingewechselt wurde, haben es meistens auch richtig gut gemacht. Deswegen bin ich froh über die veränderte und neue Leistungssituation, Drucksituation, Konkurrenzsituation, die da im zentralen Bereich entsteht und entstanden ist. Das ist gut, das wird uns gut tun, das wird man brauchen, gerade in der Abfolge der Spiele.